Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon's Brothel. Wir sind wieder zu einer kleinen Runde hier. Ich weiß noch nicht genau, wie lange die Runde dauern wird. Da ich wahrscheinlich gleich mit jemandem geholt werde. Also nicht geholt werde, sondern wird gleich jemand reinkommen und mit dem werde ich dann zusammen spielen was. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie lange die Runde dauert. Wir müssen erstmal hier kurz die Belohnung abholen. Die dritte jetzt mittlerweile schon bindet sich beim Aufnehmen. Orangenes Deko-Kissen. Na gut. Ich habe mich ein bisschen informiert. Einerseits soll es ja möglich sein, wenn man Drachen zum Beispiel vorher attackiert, sollen diese leichter zu zähmen sein. Zudem ist natürlich die Drachenmacht dazu da, um Drachen leichter zu zähmen. Und wie man schnell und effizient hier levelt. Und dafür sollen lebendige Leichen... Dafür sollen diese Dinger ziemlich gut sein, diese Quests hier. Angriff von Dragoids. Steht aber jetzt hier nichts drin dazu, ne? Besondere Quest, Tagesquest, Standardquest, Hauptstoryquest. Angriff auf Dragohex, lebendige Leichen. Ich weiß allerdings nicht, wie ich das nicht irgendwas kille. Ich bin mir unsicher, wie das Quest funktionieren soll. Muss ich gestehen. Ja, ein paar Steinflügel dran, die kann man platt machen. Boah, ja. So. Bin ich überhaupt? Ach, hier bin ich, alles da. Irgendwie muss das Dragohex-Quest funktionieren. Ich weiß aber nicht wie. Moment, bleib mal hier. Komm her. Ah. Flüstern. Weißt du, wie das Dragohex Quest geht? Fragezeichen. Frag muss einfach mal. Ich wüsste so ehrlich nicht, wie das gehen soll. So. Das war's schon. Ich weiß aber nicht, ob es die Antwort ist. Das ist ja eine andere Sache. Und zudem habe ich erfahren, dass ich seltene Rohstoffe am besten versteigere oder sowas. Ja. So. Ah, da kippen wir mal noch ein bisschen, die Dame antwortet uns. Und da sehen wir auch schon wieder ein Ei. Oder sind wir schon 27? Nur 26.
So, da hinten haben wir noch einen Drachen, den holen wir uns auch gleich. Wir reden gerade mit der Dame noch, deswegen müssen wir uns gerade zusammen gedulden. Sind sogar zwei, oder? Sind sogar zwei. Ach so, alles klar. Okay. Ist was für High Levels. Komm her. Komm her. Dich hau ich auch noch down. Hier, komm her, los. Dummer Drache. Oh, guck mal, wer hier ist. Deine Mami ist hier. Hallo? Strange. Na gut. wenn das Quest so nicht machbar ist, dann... Banditenboss Salphidon. Probieren wir mal den Banditenboss dann so viele zu machen. Silberfischschuppen brauchen wir noch. Geisterbernstein. Ach stimmt, wir brauchen den siehste. Dann machen wir den Geisterbernstein gleich mal. Dann kriegt man nämlich einen Boss und gleichzeitig die Level für das Quest. Deckt den Betrüger habe, weiß ich immer noch nicht, wie das funktionieren soll. Wenn ihr da Ideen habt, dann schreibt es in die Kommentare, ansonsten habe ich keine Ahnung. Geruchsbelästigung. Killt Nase für diese Schwein. Ich habe noch ein öffentliches. Na geht doch. Das war eins. Klack, 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 klack. Und quash. Oh. Super. Ha. Tschüssi. So, warum rieche ich eigentlich so komisch? Nass und verliebte Schweine. Ha. Gut erwischt hab ich ihn. So. Verwenden. Was hab ich denn da gemacht? Oh, da war noch eine wie ich. Oder so was ähnliches. Keine Ahnung, was das da ist. Stirb doch bitte einfach. So. Ah, da haben wir noch was. Berufsbelästigung haben wir mit einem D abgeschlossen. Ich wüsste jetzt aber nicht, was uns das bringt. Aber wahrscheinlich die Zeit, in der wir es gemacht haben. Na gut, wir müssen aber immer noch weiter. Trefft Pax Quister am vereinbarten Ort. Nehmt die Banditenknorre ins Visier. Müssen wir noch 5 Banditendorer killen, das geht auch noch. Und ansonsten müssen wir noch Alchago-Tafeln finden. Na gut, das sind dann alles Quests, die uns ein bisschen weiter fortführen. Deswegen würde ich gerne auch das Quest hier jetzt noch zu Ende bringen. Alter, guck mal, da geht's hoch. Da war ich auch noch nie. Sehr interessant. Ach, da kommen unsere 7 Freunde hier. Na Jungs. Kaum erwischt.
Und du hast du so gleich Kräuterbüschel Scheiß. Ich finde schade, dass man hier dann nicht so, wenn man, dass man dann hier nichts finden kann. Oh, guck mal, was wir da haben. In your Fetze. Graueisen Riesenschwert, nebelbedeckt. Macht an sich nicht wirklich Schaden, aber gibt ordentlich Geld. Wir gleich anfängt zu sammeln. Hui! Hör auf den Scheiß zu sammeln. Weg damit. Sammle lieber sowas, das gibt wenigstens Geld. Ich würde gerne hoch. Kommt man die Leiter hoch? Nicht wirklich hier. Schade eigentlich. Hallo? Ah, jetzt. Huah! Verehrtes Teil, also wirklich. Aber ich könnte eventuell versuchen. Hier hochzukommen. Na, dann komme ich da hoch, oder? Jawoll. Da kommt man sogar rein. Das ist ja krass. Ich bin jetzt auf anderen Weg in die Mine gelangt. Ohne Quests kommt... Nee, wo bin ich? Hä? Sieht vollkommen anders aus, die Mine, wenn man so reingeht. Das ist ja geil gemacht, wenn man andere... Oh. Was habe ich denn jetzt gemacht? LOL! Ich bin auf dem Bayernhof gelandet. Okay. We need your help. Scarlet Pion. Ich habe von euch gehört, ihr seid Narymare. Ihr habt den Helmond geholfen, oder? Nachdem wir von Ratten angegriffen wurden, haben die Pionstadt verlassen und sind zum Pionhof geflohen. Araptor, mein Ehemann, hat sein Bestes gegeben, um diesen Ort zu verteidigen. Ich glaube, dass jeder diesen Frust loswerden möchte. Narymare, könnt ihr bitte nachsehen, ob Raptor Font und Rogi Font Hilfe benötigen? Sie sind ebenfalls Anführer und planen sicher etwas, um uns allen zu helfen. Wieso habe ich hier noch Quests oben? Offen. Oh ja, Ratte und Krogi sind Brüder. Sie kleiden sich zwar unterschiedlich, reden anders und bestreiten sich in der Öffentlichkeit, aber wenn Ratte seine Brille abnimmt, sehen ihre Gesichter genau gleich aus. Und nicht nur ihre. Viele Überlebende sind Geschwister. Sie sehen einander oft ähnlich. Okay. Warum habe ich hier noch Quests? Da habe ich auch noch einen Quest. Irgendwas Rotes. You looking at me?